Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier um KV-Diagramme und zwar speziell um das Bilden von Gruppen in KV-Diagrammen. Das ist das einzige Thema in diesem Video. Die Auswertung nehme ich hier nicht vor. Das wird in einem späteren Video erfolgen. Es sind natürlich einige Regeln zu beachten, aber grundsätzlich muss ich erstmal sehen, worum es geht. Ich kann in einem KV-Diagramm Einsen zu Gruppen zusammenfassen. Ich kann auch die Nullen zu Gruppen zusammenfassen. Ich muss mich aber entscheiden, ob ich das eine oder andere tue. Ich werde hier nur die Variante zeigen, bei der Einsen zu Gruppen zusammengefasst werden. Gruppen werden auch häufig Block genannt. Für mich ist das so selbstverständlich, dass ich diese beiden Begriffe tatsächlich häufig durcheinander benutze, mal Block und mal Gruppen sage. Das ist natürlich nicht günstig, aber es ist so. Eine Gruppe besteht aus einer 1, aus zwei Einsen, aus 4, aus 8. Ich kann das auch immer weiter verdoppeln, aber alle anderen Anzahlen von Einsen sind nicht in Ordnung. Also eine Gruppe mit 6 Einsen ist und bleibt Unsinn, auch nach längerer Diskussion. Wenn ich sowas sehe, dann weiß ich sofort, dass das falsch ist. Ich kann also keine Gruppe bilden mit 6 Einsen. Einsen einer Gruppe liegen nebeneinander oder übereinander. Also die beiden zum Beispiel könnten eine Gruppe bilden, wenn alle anderen Regeln auch dazu passen. Die beiden können auch eine Gruppe bilden. Sie dürfen jedoch nicht nur diagonal zueinander liegen. Also diese beiden Einsen beispielsweise, die kann ich nicht zu einer Gruppe zusammenfassen. Denn die haben ausschließlich eine diagonale Beziehung zueinander. Gruppen können über Ränder hinausgehen. Zum Beispiel hier. Diese 1 kann über den rechten Rand hinaus mit dieser 1 zusammengefasst werden, zu einer Gruppe. Das geht. Also ich kann über den oberen Rand und über die seitlichen Ränder und natürlich auch über den unteren Rand hinausgehen. Jede einzelne 1 muss in mindestens einer Gruppe liegen. Liegt eine einzelne 1 nicht in irgendeiner Gruppe, dann ist die Lösung definitiv falsch. Gruppen müssen möglichst groß sein. Das ist eine ganz wichtige Regel. Wenn ich zu kleine Gruppen wähle, zum Beispiel zwei Zweiergruppen statt einer Vierergruppe, so erhalte ich zwar immer noch eine optimierte Lösung, aber nicht die optimale Lösung. Wenn ich möglichst große Gruppen bilden möchte, führt das häufig dazu, dass einzelne Einsen in mehreren Gruppen liegen. Das steht hier, eine einzelne 1 kann auch in mehreren Gruppen liegen. Das ist manchmal nicht so einfach, da muss man sich zunächst, wenn man es noch nicht so geübt hat, ein bisschen überwinden an der einen oder anderen Stelle, die 1 jetzt zum dritten Mal in eine Gruppe zu fassen. Aber das ist absolut in Ordnung, das zu tun, denn nur dann habe ich eine Chance, die optimale Lösung zu finden, in vielen Fällen zumindest. Es müssen möglichst wenige Gruppen gebildet werden. Das ist natürlich extrem wichtig. Wenn ich mit 4 Gruppen auskomme und bilde eine 5., dann wird aus der optimalen Lösung wieder eine schlechtere. Die kann dann am Ende komplizierter sein als das ursprüngliche Schaltnetz und dann habe ich natürlich das Gegenteil erreicht von dem, was ich möchte. Wichtig zu wissen ist auch, dass es manchmal mehrere gleich gute Lösungen gibt. Dann muss man nicht darüber streiten, was jetzt die bessere ist, dann ist es eben so. Da sucht man sich eine aus. So, ich werde jetzt hier Gruppen bilden. Das ist ja hier zunächst sehr einfach. Ich kann diese 1 nicht mit einer weiteren 1 zusammenfassen. Das heißt, die gehört in eine Einergruppe. Diese beiden Einsen kann ich offensichtlich zusammenfassen. Das ist eine Zweiergruppe. Damit ist dieses KV-Diagramm hinsichtlich der Gruppenbildung abgeschlossen. In diesem KV-Diagramm, man sieht das wahrscheinlich auch schon sofort, kann ich wieder diese beiden Einsen zu einer Gruppe zusammenfassen. Und jetzt muss ich hergehen, über den Rand gehen, damit diese 1 mit dieser 1 zusammen eine Gruppe bildet und somit habe ich zwei Zweiergruppen. Das ist die einzig optimale Lösung, die es hier gibt. In diesem KV-Diagramm sieht man sofort, dass man diese 4 Einsen zu einer Gruppe zusammenfassen kann. Und ich kann jetzt über den Rand hinausgehen und diese beiden Einsen ebenfalls zu einer Gruppe zusammenfassen. Damit sind alle Einsen in Gruppen und damit habe ich hier auch die optimale Lösung erreicht. Beim nächsten KV-Diagramm kann ich offensichtlich wieder diese 4 Einsen zu einer Gruppe zusammenfassen.
Naja, wenn ich jetzt auf die Idee komme, diese beiden Einsen wieder zu einer Gruppe zusammenzufassen, dann habe ich nicht das optimale Ergebnis. Damit ist zwar die Lösung dann nicht komplett falsch, es ergibt sich dann beim Auswerten immer noch eine Verbesserung in dieser Schaltung. Allerdings ist das nicht die optimale Lösung. Die kriege ich nur, wenn ich diese vier Einsen ebenfalls wieder in eine Gruppe fasse. Kommen wir nun zu KV-Diagrammen mit vier Eingängen. Zudem, hier lassen sich die vier Einsen, die über Eck liegen, zu einer einzigen Gruppe zusammenfassen. Und jetzt habe ich noch eine Eins, die unbedingt noch in eine Gruppe geraten muss. Das ist die. Und die kann ich natürlich zusammen mit dieser Eins zu einer weiteren Gruppe zusammenfassen, sodass ich insgesamt zwei Gruppen habe. Der nächste Fall ist wieder extrem einfach. Ich kann hier eine Vierergruppe bilden. Und hier natürlich auch. Ich denke, das sieht fast jeder sofort. Okay, dann kommen wir zu einer weiteren Variante. Da muss man schon ein bisschen mehr hinschauen, um die optimale Lösung zu sehen. Zunächst wird der eine oder andere sofort sagen, naja gut, ich kann wieder die vier Einsen über Eck zu einer Vierergruppe zusammenfassen. Das ist auch richtig. Es bleiben noch insgesamt vier Einsen übrig, die auch noch jeweils in eine Gruppe müssen. Naja, und hier könnte ich jetzt auf die Idee kommen, wiederum diese beiden Einsen zusammenzufassen und die. Ich kann aber auch hier eine weitere Vierergruppe bilden, sodass ich also eine möglichst große Gruppe habe. Das ist hier die optimale Lösung. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig mit der Sache. Es bleiben ja noch zwei Einsen übrig, das ist die. Und die, auch die muss ich ja noch verwerten. Hier kann ich noch eine Zweiergruppe bilden. Sie sehen, dass diese 1 hier oben rechts in der Ecke jetzt mittlerweile in drei Gruppen liegt. Aber da ich möglichst große Gruppen bilden möchte, ist das einfach hier erforderlich, sonst geht es nicht. Diese 1 kann ich nun nicht mit einer weiteren 1 zu einer Gruppe zusammenfassen. Die kreise ich einfach ein, damit gehört sie zu dieser einer Gruppe, sie bildet also für sich eine Gruppe. Ja gut, das ist vielleicht sprachlich widersprüchlich, aber es ist so. Und damit ist dieses KV-Diagramm hinsichtlich der Gruppenbildung abgeschlossen. Ein letztes Beispiel, ganz einfach zu sehen, hier kann ich nichts machen. Jede Eins bleibt für sich alleine stehen. Diagonale Beziehungen dürfen nicht zu einer Gruppe führen. Also kann ich auch hier mit Hilfe des KV-Diagramms bei der entsprechenden Schaltung keine Verbesserung erzielen. Ich scrolle jetzt das ganze Bild noch weiter nach unten, sodass Sie dann auch vielleicht nochmal mit genau den gleichen KV-Diagrammen ohne Lösung. Sie können dann eventuell den Bildschirm einmal abfotografieren und das Ganze ausdrucken und das dann selber einmal durchüben. Das empfehle ich Ihnen unbedingt. In vielen Büchern, die Übungsaufgaben für die Elektrotechnik bereitstellen, finden Sie auch entsprechende Übungsaufgaben, die Sie da bearbeiten können. Tun Sie das, damit Sie hier recht sicher vorankommen, wenn Sie denn in Prüfungen oder in Klassenarbeiten auf dieses Thema stoßen könnten. Ich freue mich über ein Like, noch mehr über ein Abo und danke vor allem für Ihre Aufmerksamkeit.